Ich bin immer etwas vorsichtig, an Hochschulen zu reden, weil die Erwartungshaltung an Professor noch mit auf dem Podium sitzt, sozusagen an Apparat von Fußnoten, wissenschaftlicher Begründung oder im Extremfall einer angemessenen Skript oder der PowerPoint-Präsentation ist ja tendenziell heute einfach so standardisiert, dass jeder, der darunter kommt, sich das Risiko der Unwissenschaftlichkeit ein Stück aufzieht. In diesem Sinne bin ich unwissenschaftlich und dann auch konsequent, weil sonst würde der Versuch, das zu plagiieren, ja auch wieder gefährlich sein. Und ich würde Ihnen gern anbieten, aus dem Umfeld der Erfahrungen, die geschildert worden sind, mit ein paar Thesen oder Einschätzungen zu beginnen und wir dann ja auch eine Chance des Disputs oder der Diskussion dazu haben. Das Thema ist von der Hochschule provokant gestellt. Deshalb würde ich gerne in der Art, wie wir heute gerade im wirtschaftlichen Bereich bei schon jeder E-Mail noch anderthalb Seiten Disclaimer anhängen, eine sozusagen Entschuldigung oder einen Hinweis gerne sagen. Wir sprechen über Projekte, die uns dann alle im Kopf sind. Einige sind erwähnt worden, die schiefgehen. Es ist aber ein bisschen sozusagen das normale Bild des schwarzen Schafes. Das heißt, die überwiegende Zahl auch der großen Projekte, die privat und öffentlich in Deutschland abgewickelt werden, gehen durchaus einen ganz vernünftigen Weg. Wir haben ein paar, zum Beispiel in der Preisfrage, ein paar strukturelle Probleme, die sieht man immer, aber die führen auch nicht immer dazu, dass daraus eine Katastrophe wird. Aber wenn ein ehemaliger Oberstadtdirektor von Hannover weiß, was das Land Niedersachsen im neuen Tiefseehafen Projekt zum Beispiel mit dem Jahr 2007, dem Planfeststellungsverfahren, begonnen und heute können da Schiffe anlegen, dann ist es genauso ein Hinweis, wie Sie mir verzeihen werden, dass die Tatsache, dass der Frankfurter Flughafen im relativ gesehen kürzesten Planfeststellungsverfahren und jedenfalls in Zeit und Preis gebaut worden ist in seiner neuen Erweiterungsstufe, auch ein Hinweis darauf ist, dass immerhin ein 4-Milliarden-Projekt gewesen an dieser Stelle, wo es offensichtlich auch geht. Und wenn wir im Augenblick, ja auch ich, manche Gehässigkeit in der Öffentlichkeit international sehen und in dem Motto, was macht ihr da in Berlin, das noch viel sichtbarer ist als in Hamburg, dann muss man gar nicht auf die alte U-Bahn in Berlin allein zurückgreifen. Also meinen amerikanischen Freunden jedenfalls sage ich, wäre doch dankbar, wenn ihr noch mal ein paar alte Zeitungsausschnitte aus dem Big Dick Boston-Problem herausnimmt, wie man aus einem 3-Jahres-Projekt ein 15-Jahres-Projekt machen kann, das am Ende mit exakt der 10-fachen Kostensumme der ursprünglichen Planung abschließt und wir dort über einen 2-stelligen Milliardenbetrag in US-Dollar sprechen, dann ist es ein Hinweis darauf, das ist kein spezifisches Problem, das jetzt in Deutschland einmal aufgetreten wie eine neue Art von Infektion durch das Land geht. So, wir haben einige Fragestellungen, über die wir reden müssen, was wir besser machen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass solche Risiken eintreten, geringer wird. Ohne dass wir jetzt in einer auch ein bisschen deutschen Mentalität dazu kommen müssen, zu beschließen, wir können keine Großprojekte mehr. Das stimmt nicht. Das Zweite ist, wenn man über das Risiko eines Großprojektes redet, das mit Infrastruktur zu tun hat, die uns ja als heute beschäftigen, dann denke ich, dass man sich klar machen muss, dass das Problem nicht ist, dass da so viel Beton, Holz oder Stahl verbraucht wird, sondern dass darin so viele Menschen beteiligt sind. Das heißt, wir reden nicht über ein Problem, dass Ingenieure nicht in der Lage wären, einen Plan zu machen, den man auch bauen kann oder realisieren kann und der den Erwartungen entspricht, die diejenigen, die mit dem Projekt begonnen haben, angeht. Sondern das Problem ist, dass sowohl bei der Frage der Legitimation solcher Projekte, also bis sie zu einer Genehmigung kommen, als auch bei der Realisierung der Projekte mit den vielen unterschiedlichen Verantwortlichen und ihren Interessen, auch in einer Entwicklungs- und Realisierungsphase, dazu führen, dass wir die Schnittstellen nicht gut genug managen. Und diese Frage, wie Menschen miteinander umgehen in hochkomplexen Systemen, ist eine Frage, die uns permanent beschäftigt und die natürlich mit jeder Stufe von technischem Fortschritt noch komplizierter wird. Weil das, was an Ansprüchen an ein Projekt entsteht, sowohl in der Untersuchung, welche Auswirkungen hat es. Denken Sie mal an, was wir heute an Umweltverträglichkeitsprüfungen machen und was früher für ein Genehmigungsverfahren einer Großanlage aufgewandt worden ist. Ist natürlich eine Unsumme von Fragestellungen, die in der Vergangenheit historisch nie jemand gestellt hat und die deshalb auch als Schnittstelle nicht koordiniert werden mussten.
Und wir haben heute eine Technik in den Projekten, aber auch eine Erwartung etwa an Sicherheitsstandards in Projekten, die Dimensionen haben, die historisch kein Bauwerk erfüllt hatte, was jeder, der mal Denkmalschutzbau gemacht hat, einigermaßen praktisch auch in Großprojekten sich anschauen kann. Diese Aufgaben sind aber jeweils zusätzliche Herausforderungen, Schnittstellen zu managen, die mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, Personen, Erwartungen, auch Zielstellungssystemen verbunden sind, die in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Und insofern sind wir auch sicherlich ein Opfer unserer Fähigkeiten dabei, nämlich individuell sehr viel zu können, aber wenn die alle zusammenkommen müssen und über Jahre noch das Gleiche denken sollen, dann wird daraus eine Herausforderung, bei der wir offensichtlich an Managementgrenzen gelegentlich ankommen. Darüber nicht zu lamentieren, sondern die Frage zu stellen, was bedeutet das und wie kann man das vielleicht auch anders entwickeln, ist eine, wie ich finde, sehr dankenswerte Herausforderung, die auch hier an der Hertie School of Governance angenommen wird, weil ich glaube, dass es in der Tat mehr bedarf als nur des praktischen gemeinsamen Beschließens, dass man es besser machen muss. Da gibt es vieles, was man einfach besser machen kann, weil Fehler gemacht worden sind. Aber ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, wenn man sich jeweils auf den einzelnen Fehler und nicht auf die systematischen Fragen, die dahinterstehen, sind. Jetzt reden wir ja bei dieser Frage, wie entsteht ein Projekt, was wird daraus, auch wie teuer ist es, über sehr unterschiedliche Ebenen. Wir reden nämlich zum einen über die Ebene, ob ein Projekt, und wenn wir über Milliardenprojekte, über Großprojekte, über Infrastrukturprojekte reden, sprechen wir immer über Projekte, die in einer gewissen Art der öffentlichen Verantwortung stehen. Das zeichnet sich für Juristen schon relativ einfach dadurch aus, dass sie keine Baugenehmigung haben, sondern meist ein Planfeststellungsverfahren. Dass es eben nicht nur die Möglichkeit des Einspruchs unmittelbarer Nachbarn gibt, sondern dass die gesellschaftliche Auswirkung heißt, Grad der Betroffenheit von gesellschaftlichen Institutionen, die angehört werden, möglicherweise sogar ein Klagerecht dagegen haben, die aber auch in individualrechtlicher Form ihre Belastetheit geltend machen können, denken Sie an Fluglärm und die Flugzonen, eben eine völlig andere Dimension haben, als wenn wir normalerweise darüber reden, dass jemand etwas bauen will. Und deshalb ist die erste Frage eine, die in der demokratischen Gesellschaft entschieden werden muss, nach welchen Regeln formal und nach welchen Regeln politisch wollen wir mit solchen Projekten umgehen. Ich glaube, das formale Instrumentarium des Planfeststellungsrechts, das wir in Deutschland haben, hat sich ja in den letzten 30 Jahren sehr entwickelt. Und wer die Geschichte des Planfeststellungsrechts sieht, sieht, dass schon das Gesetz dabei ein Teil der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung ist. Die Frage, was wird an Einwendungen zu welchem Zeitpunkt präkludiert? Die Frage, wie müssen Anhörungsverfahren gestaltet sein? Und welche Fehlertoleranz hat eine anschließende gerichtliche Überprüfung von hochkomplexen Verfahren? Sind Gegenstände, die den verwaltungsverfahrensrechtlichen, verwaltungsgesetz- und spezialgesetzlichen Regelungen der letzten 25 Jahre immer weiter detailliert worden sind. Ist übrigens kein Problem des Planfeststellungsrechts allein, sondern es ist eine Frage, dass wir immer genauer geworden sind. In meinem anwaltlichen Leben zu einem sehr frühen Zeitpunkt habe ich mal ein Bebauungsgebiet einfach deshalb ein paar Jahre aufhalten können, weil es eben an dieser Stelle eine unzureichende Straßenbezeichnung der umgrenzenden Gebiete gab. Später hat der Gesetzgeber sich entschieden, dass eine solche Ungenauigkeit nicht mehr eine Berechtigung ist, sondern durch das Gericht ersetzt werden kann. Ich hatte übrigens mich auf diesen Punkt in meiner gesamten Klage überhaupt nicht bezogen, sondern das Verwaltungsgericht hatte den von sich aus gefunden. Dankenswerterweise aus meiner Sicht, aber eben an einer Stelle, an der der normale Mensch nicht sucht, aus meiner Sicht auch nicht suchen musste, aber es eben die Anwendung des geltenden Rechts war. Das heißt, diese Frage, wie justiert man das, war eine Frage, die uns lange beschäftigt hat und der aus meiner Sicht heute fachgesetzlich und verfahrensrechtlich wir einen Stand haben, über den, das ist mein, kann ja jemand anders sehen, aber meine Einschätzung, über den ich jeden Tag neu diskutieren muss. Das Instrumentarium ist vorhanden. Das hat dann viele beruhigt und dabei ist übersehen worden, dass wir heute jedenfalls bei den Großprojekten eine politische Dimension haben, die durch das Verfahrensrecht offensichtlich alleine nicht mehr abzudecken ist. Denn das Phänomen von Stuttgart 21 zeigt das ja sehr deutlich. Mehr an Legitimation durch Verfahren als bei diesem Projekt gibt es nicht.
ein endlos langes Genehmigungsverfahren mit endlosen Gutachten, ein ausreichend langes, weil wieder fast ein Jahrzehnt dauernd, gerichtliche Auseinandersetzung mit Überprüfung jedes einzelnen Details, um anschließend noch einmal zu einer Volksabstimmung zu kommen, ob das alles, was schon längst genehmigt ist, noch mal genehmigt wird, führt am Ende zu nichts anderem als der Fortsetzung des Streits. Das heißt, diese Frage ist in der Mitte einer gesellschaftlichen Diskussion angekommen. Unabhängig davon, dazu will ich gleich eine Bemerkung machen, und unabhängig davon gibt es einen zweiten Teil, dass wenn das alles mal erledigt ist, weil alle Beteiligten es wollen, es hinnehmen oder wie auch immer, von Elbphilharmonie bis Berliner Flughafen und anderem, gibt es immer noch eine Reihe von Problemen, die man sich vielleicht im Gegensatz zum Planfeststellungsrecht aus meiner Sicht eine Sekunde anschauen müsste, ob nicht auch diejenigen, die mit Gesetzgebung und Regelsetzung zu tun haben, etwas dazu beitragen könnten. Und es könnte auch sein, dritter und letzter Abschnitt, dass die Art und Weise, wie man die rechtlichen Regeln nutzt, also welche Optionen, die einem zur Verfügung stehen, auch zur Realisierung von solchen Projekten, etwas dazu beitragen könnten, die Probleme einfacher oder, wenn man es will, dann auch ein bisschen herausfordernder zu machen. Zum ersten Teil. In einer Gesellschaft, die so stark vernetzt Informationen austauscht, dass Individualinteressen gebündelt werden können, die ohne diese modernen Informationssysteme nie hätten gebündelt werden können, verändert sich demokratische Kultur. Ob uns das gefällt oder nicht, das führt zum arabischen Frühling, das führt zu einer Diskussion von kurzfristigen Versammlungen junger Menschen an irgendeinem Ort, zu irgendeinem Punkt. Das führt zu der aus meiner Sicht diskussionsfähigen, dem Gefühl der Notwendigkeit von Politikern, sie müssten auf jedem Stuhl, auf dem sie sitzen, in maximal 120 Zeiten ihr Lebensgefühl an eine unbekannte Zahl von Menschen weitergeben und eine solche Lebenseinstellung ja auch vor dem Papst, jedenfalls im bisherigen, nicht Halt gemacht hat. Indem also diese Frage, jeder muss sich orientieren und einpassen können und sein eigenes individuelles Gefühl zum Gegenstand einer kollektiven Meinungsbildung machen. Außerhalb von abstrakten Entscheidungshorizonten wie Wahlen oder Volksabstimmungen, schafft eine neue Dimension für den Umgang mit Problemen, bei dem die Summe der Individuen, die sich zusammenschließen können, größer ist als unbedeutend. Und diese Fragestellung beschäftigt all diejenigen, die sich mit Projekten in den unterschiedlichsten Größenordnungen überhaupt beschäftigen. Zu glauben, das sei eine Frage von einigen Großprojekten, ist aus meiner Sicht ein Irrtum. Wiederum eine praktische Erfahrung in meinem ehemaligen Wahlkreis vor den Toren der Stadt Frankfurt ist, wenn ich es richtig sehe, in den letzten 10 Jahren kein einziges neues Baugebiet, also wirklich Neuerschließung von Bauland, durchgesetzt worden, obwohl die Kommunalparlamente viele davon beschlossen haben. Teilweise mit hoher Kreativität Altenheime, Kinderspielplätze und sonstige attraktive Anlagen darin zu versammeln. Durch jeweilige Bürgerentscheide sind all diese Baugebiete abgelehnt worden. Weil die Antragsteller immer aus der Region der betroffenen Erschließungsstraße, aber auf ein allgemeines Lebensgefühl, das ist mal genug, getroffen sind, das eine Solidarität ausgelöst hat, bei der sie zu Mehrheiten bei einer überschaubaren Gesamtbeteiligung der entscheidungsberechtigten Bürger kommen konnten. Da hilft der Spruch, wir lassen uns von Minderheiten nicht beherrschen, der gelegentlich Demonstranten entgegengehalten wird, nichts mehr, weil es ist dann in einem legitimen demokratischen Prozess eine festgestellte Mehrheit. Und deshalb denke ich, ist richtig, dass der Teil, der mein früheres Leben ein Stück mitgestaltet hat, nämlich die Politik, sich darauf einlassen muss, dass es andere Verfahren der legitimierenden Diskussion gibt, als, und das fällt einem Juristen schwer, das Wort zu sagen, ich sage es aber in Anführungszeichen, nur das legislatorische Legitimieren bestimmte Verfahrensschritte inklusive einer juristischen Überprüfung eingehalten zu haben. Das wird manchen schmerzen, aber es gibt in der Demokratie eigentlich so richtig keinen Ausweg aus der Analyse, dass es dafür ein Bedürfnis gibt, als es zu machen. Denn der Politiker, der entscheidet, der ignoriert das, es zieht das Planfeststellungsverfahren durch
und macht das, der wird alleine, nach meiner festen Überzeugung, nicht mehr durchsetzungsfähig sein, weil dann seine handlungsbegründende Mehrheit in Frage gestellt wird, wenn man keine andere Möglichkeit der Bevölkerung gibt, auf das Projekt einzuwirken. Da der suizidale Grundtenor von Politikern nicht überdurchschnittlich ist, werden sie das in aller Regel nicht machen. Und deshalb sind wir bei der Frage, zu welchem Verfahrensabschnitt kann das passieren? Wir werden immer mehr Diskussionen in Foren, in Mediationskreisen, in anderen interaktiven Formen der Erklärung und Werbung für Projekte in Auseinandersetzung mit ihren Gegnern haben, die eine neue Form der Legitimation sind. Ob ich darüber beruhigt bin oder nicht, gebe ich zu, weiß ich persönlich abschließend nicht, weil ich diesem formalisierten juristischen Verfahren sehr getraut habe, weil es eine faire Interessenabwägung bis zu unabhängigen Gerichten ermöglicht. Es wird aber eine Vorstufe dafür geben, dass ein Bürger zumindest den Anspruch geltend machen wird, ernsthaft mit seinen Argumenten in einer Weise gehört zu werden, die er als gehört empfindet, die er sich in den juristischen Verfahren nicht ausreichend mehr vorstellt. Wie gesagt, ob das ewig so ist, das wird man sich angucken müssen, weil aus meiner Sicht irrt der Bürger ja, dass er in den juristischen Verfahren nicht ausreichend gehört wird. Sondern wer die Planfeststellungsverfahren im Detail sieht, wer die Armeen von Anwälten, die hochprofessionell sich mit jedem einzelnen Detailfrage beschäftigt, sieht, weiß ja, dass es letztlich keinen relevanten Punkt der Betroffenheit von Bürgern gibt, der nicht juristisch geprüft wird. Aber mit der gesellschaftlichen Frage, 10 Milliarden für 10 Minuten, als einen grünen Kampfbegriff in Stuttgart, kann sich ein Gericht so nicht beschäftigen, weil es gibt Grenzen der Planrechtfertigungsüberprüfung an der Stelle, an der es eben eine, wie das Bundesverfassungsgericht das nennt, politische Prärogative gibt. Und diese Prärogative ist der Gegenstand der Diskussion. Ist es richtig, dass man so etwas tut? Ich glaube, dass das Verfahren Stuttgart 21 in all seinen Elementen uns deshalb noch weiter beschäftigen wird, weil ja nicht nur interessant ist, dass Menschen, die einmal sehr für ein Projekt waren, über die Zeit von Genehmigung von 15 Jahren vergessen haben, warum es das Projekt überhaupt gab, gehört ja zu den interessanten Phänomenen, dass die Beteiligten am Ende ziemlich kollektiv der Auffassung waren, es handele sich um die effizientere Gestaltung eines Stadtbahnhofes, währenddem in Wirklichkeit die dauerhafte verkehrsmäßige Erschließung eines großen Teiles des Landes Baden-Württemberg und eines Teiles des Landes Bayern mit Verkehrswegen, die sowohl der Fracht- als auch den Personenverbindungen Genüge tun, einzugehen. Diese Dimension ist in der Debatte zum Schluss nicht mehr in Erinnerung gewesen. Sie war aber eigentlich im Gegensatz zu der Diskussion, als der Plan begann, die wirkliche Vision. Es ging um die Erschließung Süddeutschlands für die Schiene und nicht um den Umbau eines Bahnhofs. Und nach 15 Jahren ist daraus ein Umbau eines Bahnhofs geworden und nichts mehr mehr. Also diese eine Frage, die uns dabei beschäftigen muss, wie hält man in solchen Prozessen, müssen die wirklich so lange dauern? Und wenn sie so lange dauern, wie hält man das Bewusstsein eigentlich offen für die Fragestellungen, die an dieser Stelle dahinter stehen, um eine Rechtfertigungskulisse zu haben? Und die zweite Frage, die damit natürlich auch zusammenhängt, ist, diejenigen, die Projekte dieser Art planen, müssen sich darauf einlassen, ein Stück mehr über Gesellschaftspolitik zu diskutieren, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Ich kann das aus eigenem Erleben sagen. Natürlich ist die Frage, ob man in einem Raum wie Frankfurt Menschen zusätzlich mit Lärm belastet, keine Frage, die man technokratisch damit beantworten kann. Dann fliegen mehr Flugzeuge und das bringt mehr Arbeitsplätze am Flughafen. Das ist eine notwendige Analyse in der Abwägung und das ist am Ende auch eine wichtige Zahl. Aber die Frage ist, die Bundesrepublik Deutschland ein Land, das an einem zunehmenden internationalen Flugverkehr mit einer Schnittstelle teilnehmen will? Oder wollen wir, dass die Schnittstellen in anderen Teilen Europas oder vielleicht gar nicht mehr in Europa, sondern um uns herum in den wachsenden Teilen der Weltbevölkerung stattfinden, ist eine Frage, die man sich mit klar machen muss. Und wenn es denn nicht mehr nur um die Frage geht, ob der Lärm für den Betroffenen auf seinem Grundstück zumutbar ist, denn das ist nun zweifellos eine Frage der juristischen Auseinandersetzung und der Abwägung von Gerichten und der entsprechenden Gesetze, ob Lärmschutz oder anderes,
Diese zweite Frage ist dem Gericht nicht zugänglich. Wenn man die aber eigentlich nicht beantwortet, kann man keine vernünftige Diskussion führen, warum man Menschen eine Last auferlegt. Und Großprojekte ohne Belastung von irgendjemand gibt es nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland, weil wir nicht irgendwelche Wüsten zur Verfügung haben, wo man mal was machen kann, was keiner sieht. Sondern überall, wo wir in unserem Land irgendein Infrastrukturprojekt entwickeln, betrifft es den Lebensraum, die Lebensumstände und die Veränderung von Lebensumständen von Menschen. Also ich denke, Politik muss für die Zukunft wissen, die Auseinandersetzung um infrastrukturelle Großprojekte, die Wirksamkeit haben, die groß sind, wird eine andere politische Dimension haben, als das in den vergangenen Zeiten war. Der Versuch, über ein sehr gutes, sehr demokratisch grundgelegtes, sehr die einzelnen Rechte berücksichtigendes Planfeststellungsrecht, diese Legitimation vollständig zu erfassen, den man sicherlich vor 10 bis 15 Jahren als vollständig ausreichend und modern angesehen hat, wird unter diesen Bedingungen zur Durchsetzung solcher Projekte nicht mehr ausreichen. Und das wird eine Menge von verändertem Aufwand bedeuten. Ich glaube, dass das geht. Aber ich bin auch nicht unfroh, dass ich sage, das sollen die in der Politik mal machen. Der zweite Teil der Bemerkung beschäftigt sich damit, dass zu den Gefahren dieser Projekte ja nicht nur gehört, dass sie in der Legitimation von vornherein eher auf der Makroebene ein Problem sind, sondern dass in dem zweiten Teil es eben auch die Fragestellung gibt, dass die Bürger sagen, könnten die nicht, wenn sie das Schlimme schon machen, das nicht wenigstens gut machen? Wie kann sowas passieren? Warum wird das so viel teurer? Warum können die einen solchen Unsinn zusammenplanen, dass am Ende der Brandschutz nicht stimmt oder was auch immer? Ich glaube, wie ich eingangs gesagt habe, dass jemand einen Plan anfängt, in dem er nicht sicher ist, ob das funktioniert, ist unwahrscheinlich. Unser Problem sind die Wege, wie man zu der Realisierung der Pläne kommt. Nach meiner Meinung sind Elbphilharmonie und Berliner Flughafen nicht so ganz typische Problembeschreibungen, weil wirklich sehr ungünstige Verhältnisse hier zusammentreffen. Die Elbphilharmonie ist ein Kunstwerk, also eine architektonische Leistung ungewöhnlicher Art, die von den Menschen, die dort Bauen betrieben haben, zu einem Zeitpunkt mit Preisen versehen worden ist, in dem die wahre Dimension des künstlerischen Gehalts nicht erkennbar war. Das ist letzten Endes sicher heute unbestritten der Fehler. Wenn ich 1000 Fenster habe, kann ich die vernünftig bepreisen. Wenn ich bemerke, dass aber kein Fenster das gleiche Maß hat wie das andere, verändert sich der Preis. Und zwar erheblich. Und das heißt, das ist ein Teil von Handwerk. Zu welchem Zeitpunkt habe ich den Mut, mich darauf zu verlassen, dass mir jemand einen Preis gibt, bei dem beide Seiten sich einig sind, dass sie alles wissen, was man dazu braucht? Da wechseln wir vom Juristen ins Ingenieurleben. Das ist die Frage, habe ich bereits Bauausführungspläne oder bin ich noch bei den Entwurfsplänen? Der Mensch, der ans Geld denkt, denkt an die Realisierungsstufe der HUAI. Die Menschen, die sich mit Plänen genauer beschäftigen, sind dabei, ob sie schon auf den 100. Plänen sind oder ob sie nicht auf diesen Plänen sind, an denen ich das eben ablesen kann. Und liegen die bei einer Preisvergabe vor oder liegen sie nicht vor? Ich glaube, es gibt eine relativ einfache Regel, das ist Risikoabwägung. Wer sagt, ich will schnell zu einer Entscheidung kommen und ich riskiere deshalb bestimmte Dinge, der muss wissen, wie typisch ist ein Bauwerk. Das ist übrigens einer der Gründe, warum viele in dem Beruf, dem Bilfinger ja früher auch einmal angehört hatte, als es im Wesentlichen ein Bauunternehmen war, diesen Werbeblock müssen Sie ertragen, darauf hinzuweisen, dass wir zwar eine große Geschichte haben, aber heute weniger als 20% dessen, was wir tun, sich mit Bauen in dieser Form beschäftigt und wir deshalb auch mit solchen Projekten nichts mehr zu tun haben, da in Zukunft nichts mehr zu tun haben werden. Diese Fragestellung aber, die hat sich natürlich sehr häufig und bei allen Beteiligten ausgedrückt. Wie schaffe ich es, diese Voraussetzungen richtig zusammenzuführen? Nur, selbst wenn ich das als Risiko einschätze und sage, okay, das ist ein normales Bauwerk,
Da kann ich über Quadratmeter und Kubikmeter umbauten Raum einen Schätzpreis haben. Das ist ein von einem Architekten als Unikat geplantes Bauwerk. Da sagt Quadratmeter und Kubatur gar nichts aus. Diese Entscheidung, ich glaube, dort muss es eine eiserne Regel geben, die man nicht ins Gesetz schreiben kann, aber die man auch in transparenter Kontrolle öffentlich machen kann. Man darf nicht Aufträge für Projekte vergeben, deren Dimension beim besten Willen vernünftige Menschen noch nicht einschätzen können. Aber selbst wenn Sie das können, sind wir in Deutschland in einer Situation, dass wir jedenfalls beim öffentlichen Bau, und Infrastruktur heißt ja, Klammer auf, ich komme bei drittens dann nochmal drauf, was es auch heißen kann, aber normalerweise öffentlicher Bau, ein sehr kompliziertes Ausschreibungsrecht haben. Dieses Ausschreibungsrecht ist in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Es ist unabdingbar, weil die öffentliche Hand braucht einen wirksamen Korruptionsschutz. Es führt aber zwingend dazu, dass die leichteste Erklärung, warum man einen Auftrag an jemanden vergeben hat, die Begründung ist, der war der preiswerteste. Für Feinschmecker, um das nicht auszuschließen, die Verdingungsordnung für Bauhandwerk gibt einem die Möglichkeit, den Billigstbietenden herauszunehmen. Dafür muss man Gründe haben. Wenn ich das tue, stehe ich unter dem Risiko, dass mir unterstellt wird, ich hätte falsche Beweggründe gehabt. Den falschen Beweggrund, den Billigstbietenden zu nehmen, gibt es nicht. Also entscheidet derjenige, der in der öffentlichen Verwaltung eine solche Entscheidung trifft, ob er ein Risiko in Kauf nimmt, sich später rechtfertigen zu müssen, dass er eine abweichende Entscheidung getroffen hat, oder ob er die Entscheidung nimmt, die jeder unangefochten zunächst einmal als die selbstverständliche ansieht. Da das alle wissen, ist Preisgebot für Infrastrukturprojekte und große Bauprojekte im öffentlichen Bauen in Deutschland ein Spekulationsverfahren. Die Spekulation richtet sich nämlich darauf, ob es im Laufe des Baufortschritts Chancen gibt, wenn man den Auftrag hat, durch die immer vorhandenen Wünsche des Auftraggebers doch was anders zu bauen, zu einer am Ende sichereren und stabileren Ergebnissituation zu kommen. Das ist ein Teil des Systems. Weil wer darauf gar nicht spekuliert, eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit hat, zum Erst- oder Zweitbietenden eines Projekts zu gehören. Und deshalb, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Dafür gibt es Möglichkeiten. Weil einer der beliebtesten Berliner Sätze, die wir alle nicht teilen, ist, dass es zu nichts eine Alternative gibt. Ein Vorschlag zum Beispiel, der in dem Rahmen der deutschen Bauindustrie diskutiert wird, ist die Grundregel, dass der Billigstbietende immer ausgeschlossen wird. Das ist nicht ungerecht, sondern es würde bedeuten, dass eine fairere Preisbildung gegen Spekulation sozusagen den bestraft, der am heftigsten spekuliert. Weil spekuliert wird weiter, denn es muss ja am Ende einer genommen werden, der preislich orientiert ein Auswahlkriterium hat, weil die Nase gilt ja nicht, es gilt der Preis. Dieses System funktioniert in vielen Bereichen. Viele Gebots- und Versteigerungsverfahren für Waren und Güter auf der Welt finden genauso statt. Das ist also nichts, was man das erste Mal auf der Welt machen müsste. Es ist auch nur ein Vorschlag, aber es ist einer, der eine Möglichkeit hat, wie werde ich denn um Himmels Willen mit diesem Problem fertig? Schauen Sie mal an, wie viele Bauunternehmen Konkurs gehen während der Bauphase bei öffentlichen Bauten im Vergleich zu privaten Bauten. Dann finden Sie schon eine Selektion derer, bei denen die Spekulation schon auf der Ebene der Liquidität über die Bauphase nicht aufgegangen ist. Die zweite Frage ist automatisch, wenn denn alle wissen, dass das System so ist, ist man bei jedem Änderungswunsch oder jeder Änderungsnotwendigkeit immer in der automatischen Hab-Acht-Stellung. Eben spielt einer am Preis. Das heißt, jede Veränderung steht unter Unterstellung, sie sei nicht im Wesentlichen technisch, sondern auch ökonomisch bedingt. Bauen, also der Zusammenhang von Menschen und Infrastrukturbauen mal hoch 10, ist aber eine Ansammlung von Überraschungen. Mein Unternehmen hat die U-Bahn in Düsseldorf in den letzten 2 Jahren entwickelt und auf einmal findet sich beim Vortrieb durch eine der Hauptverkehrsstraßen Düsseldorfs ein alter jüdischer Friedhof. Das bringt erstens die Baustelle zum Stillstand.
Kosten. Die Stadt entscheidet selbstverständlich, nicht einfach mit der Tunnelbohrmaschine durch den jüdischen Friedhof zu fahren, sondern die Trasse der U-Bahn wird umgeplant. Damit geht sie nicht mehr durch eine Straße, sondern unter bebautem Gebiet. Das muss gestützt werden. Ich lasse die Geschichte weg. Sie sehen, da war niemand bösartig oder sonst was. Es findet aber sofort ein Prozess statt, bei dem der eine sagt, das kostet mehr, sagt der andere auch, aber bestimmt ziehst du mich jetzt über den Tisch. Wir haben in Deutschland weder für Privaten, aber der kann das lösen, aber insbesondere nicht für den Öffentlichen, kein System, in dem dieses Problem schnell wirtschaftlich gelöst werden kann. Da aber wieder der Beamte in der Situation ist, wenn er querschreibt, das ist X, in der Gefahr ist, woher weiß er, dass das X ist? Warum hat er nicht ordentlich verhandelt? Warum akzeptiert er diese Mehrkosten? Hat er vielleicht mit dem eine brüderschaftliche Verbindung? Sagen viele, ich unterschreibe erstmal gar nichts. Und im schlimmsten Fall, am liebsten wären wir, wenn das Gericht ein Urteil spricht. Damit haben wir die nächsten 5 Jahre Freude und mit einem hohen volkswirtschaftlichen Verlust. Andere Länder, zum Beispiel Großbritannien, sind sehr weit fortgeschritten in dem Bereich einer verpflichtenden Adjudication, also eines schnellen, effizienten Schiedsgerichtsverfahrens innerhalb des Prozesses. Sie wissen, dass der Deutsche Bundestag darüber diskutiert. Ich bin sehr froh, dass die Beteiligten jetzt Herrn Professor Papier noch mal gebeten haben, das verfassungsrechtlich zu überprüfen, weil wir in Deutschland mal wieder zu der Meinung gekommen sind, dass das, was in Großbritannien ein selbstverständliches Bürgerrecht ist, in Deutschland ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip ist. Das muss man aus meiner Sicht nicht so sehen. Und es wäre ein sehr probates Mittel, Pragmatismus einziehen zu lassen, was enorme Zeit kosten würde, was enorme Zeit sparen würde und was wiederum einfach den Vorteil hätte, dass die Beteiligten nicht in gegenseitigem Misstrauen versuchen würden, unwirtschaftliche Lösungen vorzuziehen, weil es ja gar keinen Zweifel gibt, ohne dass mich meine Kollegen da verprügeln. Aber wenn es die Chance gibt, über dieses Verfahren sozusagen eine bessere Marge zu haben, ist es nicht die Aufgabe aller beteiligten Unternehmen, auf diese Marge zu verzichten. Sondern ist die Frage, schaffen wir Regeln, indem es diese Chance nicht gibt? Denn es gibt nicht nur den Beamten, der zu viel abrechnet, sondern auch den Unternehmer, der sagt, hätte ich nicht dafür mehr in Rechnung stellen können. Und deshalb, die Fairness eines solchen Verfahrens müsste man aus meiner Sicht offenstellen. Hätten Sie diese beiden Dinge, einen faireren Wettbewerb oder einen vernünftigeren, rationaleren Wettbewerb um den Preis und eine schnellere und verlässliche Entscheidung über die Frage, was beim Konflikt auf der Baustelle passiert, hätten Sie nicht alle handwerklichen Fehler gelöst, ob ich eine Entlüftung für Rauch so oder so baue, aber Sie hätten die regelmäßigen Probleme, die zu großen Zeitverzögerungen und zu erheblichen Mehrkosten kommen, darauf eingestellt, dass alle Beteiligten sich unterhalten könnten, ob es gelingen kann, dieses im gemeinsamen Interesse zu optimieren. Und ich kann Ihnen wieder aus der Erfahrung auch des eigenen unternehmerischen Lebens jetzt, wenn man nicht mal Auftraggeber ist, sagen, es ist halt ein Unterschied, ob eine Schwierigkeit auf einer Baustelle einem Ingenieur gemeldet wird oder dem zuständigen Anwalt. Und nach meiner Erfahrung ist für den Bauherrn die Meldung an den Anwalt immer teurer als an den Ingenieur. Ich kenne aber praktisch keinen Bauherrn, der das glaubt. Und deshalb ist an dieser Frage eine Diskussion nicht eine, ob man mal könnte, sondern ob man Instrumente dafür findet, das in die jeweilige Weise zu machen. Wenn man das tut, kann man jedenfalls auch bei großen Bauprojekten zunehmend natürlich dazu kommen, dass nach diesen Regeln dann Preise so fest verabredet werden können, dass dann auch alle Beteiligten sich dran halten müssen. Weil wenn über die Schlichtungsstelle und die Parameter, die dafür da sind, es schnelle Entscheidungen gibt und nicht jeder glaubt, der andere versteigert ihn, dann kann man auch sagen, okay, solange diese Dinge, die Schiedsstelle mir nicht zugesteht, garantiere ich dir für das Übrige einen Festpreis. Mit der richtigen Planung mal anfangen, geht das. Also ich glaube, dass auch bei einer angemessenen Anwendung und bei einer Veränderung in einigen Fragen des öffentlichen Baurechts diese Milliardenfalle reduziert werden kann. Dritte und abschließende Bemerkung. Wir haben in Deutschland wie in anderen Ländern seit vielen Jahren eine Diskussion, ob man dieser Frage eines besonderen öffentlichen Baurechts, Stichwort Korruptionsschutz von zentraler Bedeutung,
auch dadurch entgehen kann, dass die öffentliche Hand nicht mehr so oft als Bauherr auftritt. Auch das verhehle ich nicht, aber als Ministerpräsident gemeinsam mit meinem Finanzminister entschieden, dass mit diesen Erfahrungen des öffentlichen Bauens wir grundsätzlich eigentlich nicht mehr als Bauherr auftreten wollen, sondern uns auf entweder PPP-Projekte oder das Mieten von Objekten, die in unserem Auftrag gebaut worden sind, für eine bestimmte Zeit konzentrieren. Was ich als Unternehmen sowieso nur mache, also es ist jetzt kein Vorwurf, wir würden als Unternehmen Häuser nicht selbst bauen und im Eigentum behalten, das ist schon schädigend für unsere Bilanz, selbstverständlich mieten wir die nur. Warum also die öffentliche Hand das nicht auch an bestimmten Stellen machen sollte, würde sich mir nicht erschließen, insbesondere dann, wenn man auch bei der öffentlichen Hand nach den Regeln des allgemeinen Handelsrechts bilanziert, was wir ja zunehmend unter dem Stichwort der DOPIC tun. Aber wenn man sich über das spezifische Projekt PPP unterhält, dann sehen wir in Deutschland einen massiven Widerstand, der unternehmerisch ein Unternehmen wie das unsere dazu bringt, zu sagen, wir haben eine so große Nachfrage in Großbritannien, Kanada, Vereinten Staaten von Amerika oder Australien für diese Projekte, dass auch die Mitarbeiter in Deutschland damit gut beschäftigt sind. Ob das tatsächlich die richtige Antwort ist für die Zukunftsprobleme in Deutschland, wird man sehen. Ich persönlich bin da skeptisch, weil ich glaube, dass die Finanzierungsherausforderungen für die öffentliche Hand anders werden. Anders werden schon deshalb, warum sind denn PPP-Projekte in Deutschland nicht so populär wie in anderen Ländern? Da gibt es ein relativ einfaches Beispiel, das wieder staatliche Steuerung ist. Der klassische Kommunalkredit oder der öffentliche Kredit ist in seiner Verzinsung durch die Behauptung, dass der jeweilige Schuldner nicht Konkurs gehen kann, so viel günstiger, dass wenn ein privater Wettbewerber baut, der immer noch den Verdacht des Konkurses gegen sich hat, automatisch Preisvorteile, die man erschaffen kann durch ökonomischeres Bauen ohne komplizierte Regeln, die ich vorhin beschrieben habe, durch die Refinanzierung relativiert wird. Diese Art von besonders privilegierter Refinanzierung gibt es in den meisten Ländern der Welt nicht. Deshalb ist alleine das grundsätzliche Preisgefüge anders. Das ist jenseits aller Emotionen, dass in Deutschland Bürger immer den Eindruck haben, dass wenn ein Privater etwas verdient, geht das zulasten des Steuerzahlers und wenig Sympathie für die Erkenntnis haben, dass wenn einer was dran verdient, wird es wahrscheinlich effizienter erbracht und das geht zugunsten des Steuerzahlers, wovon ich überzeugt bleibe. Aber was sozusagen eine Diskussion ist, die nicht eine allgemeine ist bei uns. Dann ist diese Frage geprüft am Beispiel, kann die öffentliche Verwaltung genauso gut bauen? Dieser Finanzierungsnachteil einer, der nicht unbedeutend ist. Es gibt ein zweites Argument, das man sehen muss. Es gibt kommunale Entscheidungsträger, die bei den Infrastrukturprojekten dieses Modell benutzt haben, um zu verschleiern, wie viel Schulden sie haben. Das funktioniert, wenn es mal keinen Kommunalkredit gibt, auch nicht mehr, weil es dann sozusagen offengelegt werden muss in der Transparenz der normalen Kreditgewährung. Aber es funktioniert Gott sei Dank auch nicht mehr, weil wir in immer mehr Bundesländern und Kommunen die normale doppische Buchführung einführen und deshalb aus dem kameralistischen Verstecken ohnehin herauskommen. Allerdings, wir haben in Deutschland auch Angst, als drittes, dass dann irgendwie benutzungsabhängig bezahlt werden muss. Und deshalb schon solche PPP-Projekte an dieser Stelle, wenn man sie nicht hat, kann das Problem nicht auftreten. Denn dass der Staat Maut und Gebühren für Einzelprojekte nimmt, das kann man wieder ausschließen. Klammer auf, kommen wir zurück zu Punkt 1 unter demokratischen Diskussionen. Bleibe bei meiner These, dass das bei den Finanzierungsherausforderungen des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich nicht so bleiben wird. Und deshalb entweder viele Infrastrukturprojekte unterbleiben werden oder sie in eine solche Finanzierungsform übergehen. Und wenn ich mal für eine Sekunde das weglasse, was sich mit der Finanzierung zu tun hat, dann gibt es natürlich sehr viel schneller Methoden, auch zu sehr verbindlichen Preis- und Zeitvereinbarungen zu kommen. Denn der wesentliche Vorteil von PPP-Projekten ist, dass die Haftungsstruktur sich umkehrt. Wenn die Autobahn später fertig wird, die nach einem solchen, Deutschland genannt A-Modell gibt, zahlt der Bauunternehmer Strafe und der Plan ist zwingend detailliert genug, dass geplant werden kann, sonst wird der Auftrag gar nicht erteilt werden können und die Straße ist herzustellen, wie viel sie auch immer kostet. Das macht selbstverständlich auch Probleme. Der Bauunternehmer kann dabei pleite gehen und er muss so viel Banksicherheit mitgebracht haben, dass ein anderer es fertig baut, weil das interessiert den Staat nicht oder die Stadt,
sondern sie hat Anspruch darauf, dass das Werk geliefert wird. Das ist ein anderes Denken über die Präzision von Planung, weil auf einmal hat die öffentliche Hand ein Interesse, dass die letzte Schraube geplant ist, sonst gibt es ja vielleicht der Unternehmer nicht. Also da gibt es keine Debatte mehr, ich plane mal nach Quadratmetern Kubatur, die sollen mal was wie eine Autobahn bauen. Sondern da ist aber jeder Radius, jeder Abstand und jede kleine Straßenbeschilderung völlig eingepreist. Es hat zum Zweiten den Vorteil, ich übertrage in aller Regel den Unterhalt mit. Das heißt, die Motivation, dass etwas nach 5 Jahren wieder in Schwierigkeiten gerät, ist nicht die Motivation des Leistungserbringers, weil er die Zeche zahlt. Man denkt nicht mehr an den Teil der Baukosten, sondern an den Lebenszykluskosten der Jahre, was ich nur mit einem solchen Modell erreichen kann. Und ich habe eben mit einem sauber geplanten Projekt, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, einen festen Preis und bestrafe den Leistungserbringer, wenn er es nicht rechtzeitig bringt. Ich weiß, dass der Bundesrechnungshof der Auffassung ist, das sei nicht effizienter als das öffentliche Bauen. Ich habe großen Respekt vor diesen Institutionen. Ich verhehle aber nicht, dass ich diesen Punkt nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass wir uns über diese Frage in der Bundesrepublik unter den Gesichtspunkten, die wir hier unter dem Stichwort wie handle ich Großprojekte und werden die zu einem Anführungszeichen Milliardengrab oder nicht, noch einmal werden unterhalten müssen. Meine Damen und Herren, ich habe versucht, Sie durch die Dimension des gesellschaftlich Verantwortlichen, des öffentlich geregelten und als Auftraggeber vom öffentlichen Hand organisierten Bauens inklusive der Möglichkeiten privater Alternativen, die wir haben, mal mit einigen Thesen und einigen Vorschlägen zu führen. Ich behaupte eines ausdrücklich nicht, dass es damit keine Projekte mehr gäbe, mit denen wir auch in Zukunft Schwierigkeiten haben. Weil es wird weiter so sein, dass wir immer wieder an Punkte kommen, an denen die Beteiligten sagen, wenn wir das gewusst hätten. Aber ich glaube, dass man diese Punkte reduzieren kann. Ich glaube, dass man die Konfliktregelungsmechanismen für den Fall, dass es solche Punkte gibt, verbessern kann. Und ich glaube, dass man in der Entwicklung, wie man Planungsrecht begleitet durch politische Prozesse, auch dafür sorgen kann, dass die Summe der Irritationen bei der Wahrnehmung von subjektiven Einzelinteressen, die es auch in Zukunft geben wird, ein bisschen rationaler gestalten kann. Und ich sage das alles unter dem Gesichtspunkt, wir lösen Probleme, aber nicht alles, was wir in Deutschland machen, ist ein Problem, sondern auch mit dem bestehenden System machen wir in der Lage, eine ganze Menge Fragen schon ganz ordentlich auf die Reihe zu bringen. Vielen Dank.